In diesem Video möchte ich Ihnen die Inbetriebnahme des Telekom Media Receiver 201 zeigen. Der MR201 ist ein Zusatzgerät, um in weiteren Räumen wie zum Beispiel Kinderzimmer oder Schlafzimmer Entertain TV in UHD-Qualität nutzen zu können. Voraussetzung für die Nutzung des MR201 ist das Hauptgerät MR401. Nur mit diesem Gerät werden alle Funktionen unterstützt. Wenn Sie bereits Entertain TV-Kunde sind, dann ist es wichtig, dass Ihr Hauptgerät auch das Modell 401 ist. Wenn Sie das alte Gerät 400 haben, dann sollten Sie als Zusatzgerät den MR200 auswählen. Bis zu 4 dieser Zusatzgeräte können im gleichen Netzwerk installiert werden, in dem sich der MR401 befindet. Wichtig ist natürlich, dass genügend Internetbandbreite zur Verfügung steht, damit alle Funktionen im Zweifel auch gleichzeitig in den Räumen genutzt werden können. Die Installation des IPTV-Empfängers ist kinderleicht. Schließen Sie zunächst das HDMI-Kabel an, was mitgeliefert wurde, und das Netzwerkkabel. Sollten Sie eigene Kabel verwenden, achten Sie beim HDMI-Kabel darauf, dass dieses Highspeed-Geschwindigkeit unterstützt, also 4K-fähig ist. Als letztes schließe ich hier noch den Strom an und anschließend kann ich das Gerät dann einschalten. Bei der erstmaligen Inbetriebnahme steht jetzt hier im Display Download, das heißt, es wird jetzt über das Internet eine neue Firmware-Version geladen, die dann selbstständig auf dem Receiver installiert wird. Anschließend startet sich das Gerät gleich neu. Der Vorgang kann so etwa 20 bis 30 Minuten dauern, je nach Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung. Während die Software geladen wird, können Sie natürlich schon die Batterien in die Fernbedienung einlegen. Schieben Sie dazu einfach den Deckel nach unten und setzen Sie die Batterien gemäß der Skizze in der Verbindung ein. So, nach dem Firmware-Update startet das Gerät einmal neu. Es wird geprüft, ob eine Internetverbindung vorhanden ist. Es wird einmal geschaut, ob die Firmware aktuell ist. Und natürlich wird auch nachgeschaut, ob das Hauptgerät MR401 installiert ist. So, und nun viel Spaß mit Entertain TV. Der Hauptreceiver MR401 ist jetzt hier ausgeschaltet, befinde ich im Standby, zu erkennen in der roten LED. Und mein Zusatzgerät, der MR201, ist jetzt im Betriebsmodus, hat hier die weiße LED. Das heißt, das Fernsehbild hier im Hintergrund ist vom Zusatzreceiver. Wir haben hier einen HD-Fernsehsender, aber die Box macht auch ein Upscaling auf 4K. Da ich hier einen 4K-fähigen Fernseher habe, ist dieser also in bester Bildqualität zu sehen. Bei verschiedenen TV-Herstellern gibt es zum Beispiel auch unter Gerätinformation die Möglichkeit, sich das Eingangssignal am Fernseher anzuschauen. Und tatsächlich hier UHD-Bild mit 2160p Auflösung und 50 Bildern pro Sekunde. Zusätzlich können Sie auch nochmal die Einstellungen im Media Receiver prüfen. Mit der Taste mit dem Haussymbol kommen Sie hier ins Hauptmenü rein. Ich kann jetzt hier durchblättern. Der unterste Punkt, der jetzt gerade nicht zu sehen ist, ist Einstellungen. Und da kann ich konkret für dieses Gerät mir die Optionen anschauen. Wir haben hier einmal das Bildformat, eben ja schon mal erwähnt, UHD-Auflösung, wenn Ihr Fernsehgerät das unterstützt. Wir haben hier den Punkt Sprache und Ton, wo Sie verschiedene Spracheinstellungen vornehmen können. Die Senderverwaltung, also Favoriten verwalten oder Sender sortieren. Hier nochmal das Thema, welche TV-Qualität vorwiegend genutzt werden soll. Infos zum Kopierschutz. Dann die unterschiedlichen Stromspar. Modi, die es gibt. Im Betrieb verbraucht das Gerät ja nur 9 Watt, also nochmal weniger als der Vorgänger MR200. Im Standby sind es 7 Watt und im Energiesparmodus weniger als ein halbes Watt. Hier kann ich das Gerät noch zurücksetzen und hier den Speicherplatz einsehen. In dem Fall hat das Gerät ja keine eigene Festplatte, sondern es nutzt die Festplatte des Hauptreceivers MR401 mit. Das heißt, ich sehe also hier den Speicherverbrauch des Hauptreceivers im Haushalt. Und als letzten Punkt hier nochmal weitere Systeminformationen, die ich mir ansehen kann. Zudem sollten Sie prüfen, welche Energiespareinstellungen im Hauptreceiver MR401 vorgenommen sind. Da gibt es ja einen erweiterten Energiesparmodus Plus noch zusätzlich. Hintergrund ist, wenn Sie die Festplatte des Hauptreceivers mit nutzen möchten, dann muss sich der Hauptreceiver entweder im Standby-Modus oder im Energiesparmodus Plus befinden, damit die Festplatte jederzeit angesprochen werden kann. Wenn Sie also das Zusatzgerät einschalten und zum Beispiel Timeshift-Funktion, also zeitversetztes Fernsehen nutzen, dann würde der Hauptreceiver kurzzeitig in den Standby-Modus versetzt. Und nachdem Sie das Zusatzgerät wieder abschalten, dann geht das Zweitgerät wieder in den erweiterten Energiesparmodus. Ist der normale Energiesparmodus beim Hauptgerät an, dann können Sie am Zusatzgerät nur Live-TV nutzen, aber zum Beispiel halt kein Timeshift oder keine Aufnahmen. Ja, Fazit, die Inbetriebnahme und Ersteinrichtung des Media Receiver 201 ist kinderleicht und auch für Laien zu realisieren. Um UHD Live TV nutzen zu können, benötigen Sie einen Magenta zu Hause L-Tarif.
Wenn ein solcher noch nicht vorhanden ist, finden Sie auf unserer Webseite weitere Informationen zu den Tarifen und Preisen, aber auch zur Verfügbarkeit. Und an unserer Beratungshotline beraten wir Sie gern ebenfalls zu einem Tarifwechsel auf Magenta zu Hause L und prüfen natürlich vorher, ob das Ganze an Ihrem Standort machbar ist.